Nachdem wirklich ganz Deutschland mitbekommen hat, dass Kollega seine ganzen Alpha-Member entlassen hat und quasi reinen Tisch gemacht hat, meine lieben Freunde. Der Einzige, der wirklich am Ende noch am Ball geblieben ist, oder besser gesagt an Kollegas Seite geblieben ist, ist Asche. Also, wie war das nochmal? Wenn Feuer kommt, bla bla bla, am Ende bleibt nur noch Asche. Keine Ahnung, irgendwie so war das, meine lieben Freunde. Ja, ja, wir schweifen ein bisschen zu weit weg. Also, worüber wollten wir eigentlich berichten? Genau, über Gent, ja. Meine lieben Freunde, Gent hat einen neuen Kriegspartner im Rap-Business, ja. Und sein Name ist Manuelsen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Gent hat jetzt Beef mit König im Schatten, CEO Manuelsen. Ja, also es gibt da irgendwelche Diskrepanzen bezüglich den beiden. Also angeblich wollte Gent bei Manuelsen signen. Und angeblich gäbe es danach irgendwelche Probleme mit irgendwelchen König im Schatten Mitgliedern oder irgendwie sowas, Freunde. Zieht es euch rein, ich blende euch mal kurz das Video ein, dann können wir mal gleich weiterquaken. Manuelsen schießt gegen dich im Live-Reaction-Video mit Mois und keine Ahnung, habe ich mir das ein bisschen angeguckt. Er selber sagt ja, er hat nichts gegen mich. Aber er würde mich nicht feiern und Takt würde ich nicht treffen und ich rappe über AMG drücken, aber auf dem Video ist ein Brabus und der Brabus ist gemietet mit Aufkleber an der Seite und so, keine Ahnung. Ich erzähle euch mal eine Geschichte und zwar, ich habe mich mit Manuelsen vor 2 Jahren getroffen gehabt in einer Shisha-Bar in Hannover. Man hat sich gut verstanden, Killer-Jungs, Hammer-Jungs, man hat sich ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen gequatscht und er wollte mich sein. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Lust auf irgendein Label und ich habe mich halt nicht gesehen da bei dem. So, abgesagt, alles schön und gut. Die sind deren Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen. Friede, Freude, Eierkuchen. Dann habe ich seinen Partner mal entfolgt gehabt auf Instagram. Und das hat denen halt nicht gefallen und seitdem haben die einen Hasskick auf mich. So. Ich habe Chatverläufe, ich habe Leute, die das bestätigen, die mit dabei waren, dass ich gesigned werden sollte. Weiß ich. Ich selber feiere Manuelsen, habe seine Musik gefeiert auf jeden Fall. So, ist guter Künstler auf jeden Fall, aber keine Ahnung, was dem so krass bedrückt. Weil der muss ja irgendwas haben, irgendwas muss ja sein, dass der nur gegen mich in diese Dings da am Schießen ist. Und auch letztes Mal habe ich das auch bemerkt, habe ich aber nichts gesagt gehabt. So, irgendwas muss ja sein. Du musst ja irgendeinen Grund haben, um auf jemanden Hasskick zu schieben. So, es geht ja nicht von jetzt auf gleich, von einfach, okay, seine Zähne sind zu weiß, ich feier den nicht. So, geht ja nicht, so, weißt du. Auf jeden Fall schöne Grüße an die Jungs, schöne Grüße an Manuelsen, schöne Grüße an Mois. Ich ziehe mir das immer wieder gerne rein. Und bleibt sauber, Schoki Mafiosi. So, dann hat es ein Video gegeben. Mois und Manuelsen haben auf Gens neuen Song Mon Ami reagiert. Und Manuelsen hat wohl gesagt, einige Stellen wären wohl ziemlich cringe, also bezüglich ja, Maske im Bild und auf dem Brabus oder auf dem Mercedes besser gesagt, sind einige Aufkleber, die nicht irgendwie normal wirken oder irgendwie sowas. Ich kann es euch mal kurz einblenden, meine lieben Freunde. Ich wollte Gens sein. Egal, hören wir weiter. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Lust auf irgendein Label und ich habe mich halt nicht gesehen da bei denen. So, abgesagt, alles schön und gut. Die sind deren Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen. Friede, Freude, Eierkuchen. Dann habe ich seinem Partner mal entfolgt gehabt auf Instagram. Und das hat denen halt nicht gefallen und seitdem haben die einen Hasskick auf mich. So, ich habe Chatverläufe, ich habe Leute, die das bestätigen, die mit dabei waren, dass ich gesigned werden sollte. Weiß ich. Ich selber feiere Manuelsen, habe seine Musik gefeiert auf jeden Fall. So, ist guter Künstler auf jeden Fall, aber keine Ahnung, was dem so krass bedrückt. Weil der muss ja irgendwas haben, irgendwas muss ja sein, dass der nur gegen mich in diese Dings da am Schießen ist. Und doch letztes Mal habe ich das auch bemerkt, habe ich aber nichts gesagt gehabt. So, irgendwas muss ja sein, du musst ja irgendeinen Grund haben, um auf jemanden Hasskick zu schieben. So, es geht ja nicht. Okay, warte, mach mal kurz Stopp. Guck mal, erstmal Punkt 1. Ne?
Allah ist mein Zeuge und ich schwöre euch, dass hier auf den heiligen Koran, wenn ich Gent bei König im Schatten sein wollte, bin ich hier offiziell heute der größte Hurensohn, der jemals über den Äther hier gelaufen ist. Das ist erstens eine Lüge. Okay? Lüge Nummer 1. Zweitens, was du mit meinem Partner, wie du ihn nennst, ne, was aber mein Bra ist, mein Bruder, mein Herz, mein Schavemin, ne, was du mit denen hattest, ist eine andere Sache. Da mische ich mich auch gar nicht ein. Ich fand das Lied, was du gemacht hast, cringe. Und ich schwöre bei Gott, du hast den Takt nicht getroffen. Es tut mir leid, bring einen Song raus, der nice ist und ich reacte nice. So, aber zum Glück ist Musik Geschmackssache, ne? Zum Glück ist Musik Geschmackssache, ne? Und mir muss es nicht gefallen. Mir muss es nicht gefallen und mir gefällt es nicht. Wenn es Jibawi gefällt oder wenn es Mois gefällt, dann ist das gar kein Problem. Das ist deren Geschmack. Ich bin Manuelsen und mir hat das Lied jetzt nicht gefallen. Und das Lied davor, was du gemacht hast, hat mir auch nicht gefallen. Inshallah, ja Rabbim Alamin, bringst du das nächste Mal ein Lied raus, ne, was mir gefällt. Dann reacte ich so und sage, ey Gent, Stute, nice. Da das bisher aber nicht der Fall war, ist es cringe. So. Es kann aber auch genau so sein, dass er einfach ein Künstler ist, dessen Musik dir nicht gefällt. So. Ja, es hat mir einfach nicht gefallen. Es ist ein Geschmack. Nie sein. Ganz kurz. Es ist der Real Talk in the Box. Okay? Geht das? Okay. Bruder, schau mal. Ich habe eine riesige Reichweite, okay? Und ich setze mich jeden Stream um 2 Uhr in den Stream, bin da am Start selber, hol noch Manuel, damit die Leute, die im Stream sind, Acht kriegen, okay? Und wenn etwas gefällt, gefällt es, wenn es nicht gefällt, gefällt es nicht. Du bist ein Bekannter, wir sind keine Blutsbrüder, du hast für mich noch nie was getan, okay? Ich habe aber für euch vieles getan, ich habe jedem von euch geholfen, Stories gemacht, wenn man es verlangt hat, ich war ja nett, oder? Und wenn in diesem Stream jemand etwas nicht gefällt, dann muss es nicht sein, weil jemand eine Vorgeschichte mit dir hat. Bra! Guck mal, wir sind hier gerade bei Nice or Scheiß live, ja? Ja. Und du weißt nicht, was jetzt gerade passiert ist. Was denn passiert? Bruder, der gottesfürchtige Bruder Gent, ne? Hat sich ein bisschen abgefuckt, weil mir einfach sein Lied nicht gefallen hat und weil einfach seine Frisur cringe ist. Bruder, es ist ja nichts Schlimmes, weißt du, ich meine, ich habe ja nichts gegen den, aber weißt du, was er gemacht hat? Er ist live gegangen und hat dann gesagt, okay, ich erzähl euch, warum Manuel sowas macht, weil wir waren uns in einer Shisha-Bar verabredet, ne? Und Manuel wollte mich signen, also ich sollte bei ihm unter Vertrag kommen und er ist nur sauer, weil ich ihm abgesagt habe, weil ich mich nicht bei ihm gesehen habe. So was erzählt er jetzt in seiner Story. Bra. Das hat niemals gemacht. Ich schwör auf den Halt. Geh in seine Story, guck. Ich werd doch behindert hier. Ich reiß mich nur zusammen, weil das Mois sein Kanal ist und weil er sowieso... Seid ihr gerade noch live? Wir sind gerade noch live, deswegen halt ich bitte komplett bedeckt. Jede Beleidigung folgt zu einem Dings, zu einem Strike und das wäre schlecht für den Kanal. So. Guck mal, Bruder. Ohne Beleidigen, bitte. Nein, alles gut. Okay. Erstens. Ja. Er wurde mir vorgeschlagen. Ja. Zweitens. Ja. Mich hat man gefragt, ob er auf deiner Tour als Gast zukommen kann. Also die wollen euch besuchen, ich war nicht da. Ja. Und dann habe ich dich angerufen. Ja, ich erinnere mich schwach an diese Geschichte. Ja, ich habe dich angerufen, Bruder, der Figo kommt, der hat Gent dabei, unterhalte dich mal mit denen. Okay. Ich war ja nicht dabei. Ah, korrekt. So. Aber was für, du willst unter Vertrag nehmen? Er wurde mir vorgeschlagen, ich habe gesagt, treff dich mal mit Manuel, sprechen mit dem und danach reden wir. Und danach haben wir nie wieder darüber geredet. So, aber er sagt... Ey, willst du unterschreiben? Was labert der für eine Scheiße da, ja? Weil er sagt, wir wollten ihn bei König im Schatten unter Vertrag nehmen, aber er hat uns abgesagt, weil er hat sich nicht bei uns gesehen. Deswegen haben wir jetzt einen Hasskick und machen sowas. Bruder, wenn das mein Livestream wäre, dann würdest du meine Antwort kennen. Aber bis Schim den Napius, ja? Weil er geht ohne Zeifer, ja, wie Bach. Bis im Ajib, Dauke geht schön. Schim den Napius, wird nur Napius. Zölle, Napius. Sollen wir lieber später reden, wenn Livestreams sind?
Boxen jetzt, ist voll cringe, so wegen deiner Reaction hier so komplett. Digga, aber warum macht der, was macht der für eine Promophase? Geht live und macht seine Storys und dies, das. Bruder. So, Bruder. Und ich bin auch jemand, Bruder, wallah, ich habe ihn immer gegönnt. Guck mal, ich gönne nicht, seine Musik ist scheiße. So, er kann nicht rappen, er sieht scheiße aus, er kann nicht. So, und was jetzt? So, habe ich jetzt gesagt, so bitte. Okay. Naja, ob es sich jetzt bei diesem Beef um einen echten, realen Beef handelt oder ob es auch nur eine Promo-Welle für beide Rapper ist, ich weiß es nicht, meine lieben Freunde. Also es ist auf jeden Fall ziemlich cringe. Ich weiß nicht, was da abgeht. Cringe. Geiles Wort. Cringe. Was haltet ihr zu dieser Thematik, meine lieben Freunde? Ich werde versuchen, öfter darüber zu berichten, wenn das Thema für euch interessant genug ist. Liked ruhig dieses Video, schreibt mir einen Kommentar und ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Peace and out.